Hey Leute, und mal wieder herzlich willkommen bei Shrimp Paddle. Heute sind wir am Start mit dem Thema: Können Orange-Eye-Garnelen eigentlich etwas sehen? Viel Spaß! Ja, oft ein heiß diskutiertes Thema, heute vielleicht mal etwas Aufklärung dazu. Sind Orange-Eye-Garnelen eigentlich blind? Oder sagen wir mal, oft kommt auch die Aussage, Orange-Eye-Garnelen, das sind Problemzuchten, man tut den Tieren keinen Gefallen und ähnliches. Darauf gehen wir mal heute ein. Also erstmal grundlegend dazu zu sagen ist, Orange-Eye-Garnelen sind im Ursprung über den Zufall entstanden. Also es war jetzt keine explizite Zucht, dass man gesagt hat, wie jetzt zum Beispiel bei, mal als Fallbeispiel, Red B-Garnelen, dass man sagt, okay, man will mehr Weißanteil, man zieht mehr Weißanteil raus. Bei den ersten Orange Eyes war es so, dass diese zufällig gefallen sind, meines Wissens damals aus Blue Tigern, den Anfängen der Blue Tigers. Mittlerweile kriegt man ja Orange Eye-Varianten von gefühlt fast allem. Das sind eher Zufallszuchten. Klar, wenn man dann mal die Tiere hat, kann man natürlich spezifisch auch darauf gehen, dass man sagt, man selektiert alle orangeäugigen oder auch Red Eyes. Da gibt es ja mittlerweile auch so ein bisschen Farbunterschiede in den Augen. Und dass man die dann spezifisch rauszieht. Ja, also grundlegend, wie kommen wir eigentlich darauf? 2018 gab es eine neue Studie von Kirschbeck zum Thema, sind Orange-Eye-Garnelen eigentlich blind oder können sie doch was sehen? Dafür müssen wir jetzt erstmal ein bisschen aufs Wissenschaftliche gehen. Ich möchte es mal genannt haben, auch wenn, sag ich mal, auch ich, wie auch viele andere, damit nichts anfangen können. Es gab den Vergleich, was ist eigentlich im Garnelenauge zu finden, was für Bestandteile und sind diese auch bei den Orange Eye vorhanden. Es sind bei beiden Varianten vorhanden, und zwar gleichermaßen vorhandene Strukturen, nämlich die Lamina, die Medulla, die Rhabdome, Lobula bzw. Medulla externalis, internalis und terminalis, also Kristallkörper. Das ist bei beiden Varianten vorhanden. Ich könnte euch jetzt den wissenschaftlichen Vergleich nennen, wie, sag ich mal, hinterlegt wird anhand der Strukturen, dass sie etwas sehen können. Mich möchte ich auch nicht vornehmen. Ich sag mal, locker drei Viertel der Leute können damit nichts anfangen. Auch ich nicht. Deswegen erkläre ich es jetzt mal relativ laienhaft. Mal angenommen, ihr seid eine Garnele und ihr tragt dauerhaft eine Sonnenbrille. Sprich, ich habe jetzt mal statt meiner normalen Brille eine Sonnenbrille auf. Ich kann alles, was ich mir hier angucke, ganz normal sehen. Sprich, meine normale Sicht funktioniert nur im Verbund mit der Schutzschicht, sprich der Sonnenbrille. Wenn ich diese dann absetze, sehe ich so gesehen ein sehr, ja, überlichtetes Bild, ein sehr helles Bild, wie wenn mir einer mit einer Taschenlampe oder ähnlichem ins Gesicht leuchtet. Sprich, ich kann wie auch in der Dämmerung noch Strukturen erkennen, aber nur relativ grob. Ähnlich ist das bei der Orange Eye. Normale Garnelen haben ja schwarze Augen. Die haben vorne eine Art Schutzpigmentierung. Das sieht unter dem Mikroskop aus wie so winzig kleine Glocken, die vorne verteilt sind vor der Pupille. Und diese schützen praktisch das normale Auge vor zu starkem Licht. Diese fehlen der Orange Eye nicht komplett, aber sie sind nur noch zu circa, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, 20-30% vorhanden. Deswegen auch diese helle Färbung. Also ich sag mal, nimmt man einer normalen schwarzäugigen Garnele diese Schutzschicht weg, sieht sie auch aus wie eine Orange Eye. Sprich, wir haben diesen Faktor noch sehr, sehr gering. Also mal wieder am menschlichen Beispiel mal angenommen, ich habe eine Sonnenbrille auf mit einem Schutzfaktor, was weiß ich, 80-90%. Jetzt habe ich nur noch einen mit 20-30%. Das heißt, ich sehe ein Bild, was wirklich sehr überbelichtet ist, was sehr hell ist, aber man kann immer noch Strukturen erkennen. Was heißt das letztendlich für die Garnele? Die Garnele kann immer noch sehen, sie gewöhnt sich ja in ihrem Lebenszyklus auch daran, sprich, sie ist nicht dauerhaft schreckhaft, weil auf einmal irgendeine Form sich vor ihr bewegt, sie gewöhnt sich an diese Sicht. Das ist, ich sag mal, bei uns, wie wenn ich jetzt ohne Brille rumlaufen würde, beziehungsweise wenn ich mich ins Auto hocke, wäre spätestens nach 10 Metern ein Unfall passiert. So kommt man jetzt zurecht. Man sieht zwar alles verschwommen, aber man findet sich zurecht. Wenn man dann halt die Sicht wieder normal hat, ist halt logischerweise wieder normal. Ich schweife ab. Ja, sprich, diese Tiere, wenn ihr denen das Licht nehmt, in der Form, dass ihr zum Beispiel eine dimmbare LED über eurem Aquarium habt oder ihr einfach das Licht allgemein runterfahrt, mal angenommen, ihr habt ein Aquarium mit 4 Röhren drin und betreibt es dann nur noch mit einer Röhre, könnt ihr die Sicht der Tiere verbessern, beziehungsweise den Tieren es vereinfachen, etwas zu sehen. Das normale Tageslicht ist zu hell für diese Tiere,
nicht schädlich, nur zu hell, sprich sie sehen weniger. Wenn ihr das Licht anpasst, können sie mehr sehen, sprich die Strukturen werden für sie deutlicher, weil das Bild, ich rede immer von einem Bild, nicht mehr überbelichtet ist, sondern wie runtergedimmt ist. Sprich, dass, wie wenn ihr jetzt in die Sonne reinguckt und einer auf einmal die Sonne runterdimmt, könnt ihr auf einmal erkennen, oh, das ist ja eigentlich doch ein relativ kleiner Kreis dafür, dass ihr vorher gesehen habt, okay, ich erkenne nur einen riesigen, leuchtenden, hellen Punkt am Himmel. So ähnlich ist das bei den Tieren. Sprich, auch Orange Eye können sehen, Punkt, 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 auch wenn unter normalen Aquariumbedingungen relativ schlecht. Was kann ich im Aquarium dafür tun? Einfachste Lösung, entweder ihr habt eine LED, die ihr runterdimmen könnt, oder Schwimmpflanzen. Ganz einfache Lösung, Schwimmpflanzen oben aufs Aquarium drauf, natürlich darauf achten, dass die jetzt nicht übermäßig sich auf dem Becken befinden, sprich normalerweise maximal bis 3/4 der Wasseroberfläche gedeckt mit Schwimmpflanzen, dann halt nach und nach ein bisschen abkeschern. Ihr müsst natürlich auch darauf achten in der Relation, dass eure Aquarienpflanzen damit zurechtkommen. Ist einer der Gründe, warum mein Tiger-Setup drüben hauptsächlich mit Bucephalanthras läuft, sprich Pflanzen, die wenig Lichtansprüche haben und relativ langsam wachsen und ich auch die Schwimmpflanzen oben im Verbund drauf habe. Man hat auch jetzt relativ gut gesehen bei der Dunkelkur, die ich in dem Aquarium vorgenommen hatte. Ich sag mal, war ja nicht meine erste Dunkelkur. Normalerweise, wenn du nach 1-2 Wochen, je nachdem wie lange du sie durchziehst, dein Becken wieder abdeckst, hast du das Gefühl, so die ersten paar Stunden sind die Tiere relativ schreckhaft, also die normalen Tiere mit normalen Augen. Sprich, da braucht nur die Katze, wie jetzt in meinem Fall Beispiel, am Aquarium vorbeizulaufen, alles zuckt weg und verkriecht sich in einer dunklen Ecke. Jetzt, wo ich die Dunkelkur bei den Orange Eyes, bei den Tigern hatte, nichts, überhaupt nichts. Handtuch hoch, gleich vorne alle am Rumwuseln, ich konnte direkt nach einer Stunde Futter reinschmeißen, als wäre nie was gewesen, als wäre überhaupt nichts passiert. Das mag durchaus auch ein Vorteil sein. Ich persönlich habe meine Schlüsse daraus gezogen, ich werde zukünftig hergehen und meine Becken, wo Orange Eyes drin sind, nicht so stark belichtet laufen lassen wie normale Becken. Das ist einfach, sag ich mal, um es dem Tier einfacher zu machen, ob wir hier von, sag ich mal, Tierwohl reden können. Ihr habt den Tieren keinen Abbruch, beziehungsweise ihr tut ihnen keinen Abbruch dadurch, dass ihr normale Beckenbeleuchtung drüber fahrt. Also so rum darf man es jetzt nicht auch verstehen. Man gibt ihnen einfach nur die Möglichkeit, ein bisschen einfacher zu sehen, so möchte ich es mal formulieren, wie wenn ich mir die Brille aufsetze. Ja, Orange Eyes können sehen, zwar schlecht, aber sie können sehen. Somit muss man letztendlich sagen, können wir froh drum sein, dass regelmäßig so wissenschaftliche Tests vorgenommen werden. Ich muss auch sagen, wo ich das, wie gesagt, der Test war 2018, ich glaube, ich habe so Anfang 2019, Mitte 2019 habe ich den mir mal durchgelesen. Man kann schon noch einiges dazulernen und man muss auch immer wieder dazu sagen, man sollte nicht auf allen Rastern hocken bleiben. Sprich, einmal sagt einer, Orange Eyes sind blind, dann sind sie auch blind. Nee, es wurde wieder belegt, sie können durchaus was sehen. Ja, würde ich sagen, in diesem Sinne, guter Sonntag, wieder was dazugelernt. Wenn euch das Video in der Form gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst das Abo nicht, aktiviert die Glocke, Leute. Und wie immer, schönen Sonntag noch. Ciao, bis dann.